ein Baum fällt. Dazu muss ich folgende Geschichte erzählen. Und ich hatte einen sehr großen Baum im Garten stehen. Und wenn ich einen sehr großen Baum meine, dann meine ich eine Douglasie von den Dimensionen 30 Meter Höhe und 15 Meter in der Breite. Weil der Garten aber nur 10 Meter breit ist, sprach man davon, dass der Baum dem Garten entwachsen sei. Und der Baum hat mich sehr lange Zeit begleitet natürlich, und er war über 25 Jahre alt und bedurfte jährlicher Pflege und Sorge, was auch klar ist, irgendwie, weil Äste in Stürmen abgebrochen sind und entsorgt werden mussten. Ich musste also einmal im Jahr mit einer Motorsäge in den Baum klettern und den pflegen, was ja, anstrengend ist, was gefährlich ist, weil ich bin kein gelernter und ausgebildeter Gärtner. Und so habe ich mich irgendwann schweren Herzens dazu entschlossen, den Baum fällen zu lassen. Und während das halt geschah, wurde mir dann nochmal bewusst, was für ein unglaubliches Wesen so ein Baum ist. Also ich spreche jetzt extra von Wesen im Sinn von Größe, im Sinn von Tiefe, von der Baum, der geht ja mindestens so hoch, wie er ist, geht er nochmal so weit in die Erde, wie er hoch ist. Es ist einfach ein also ein Wal ist ein Witz dagegen, so ungefähr. Aber sowas stand halt bei mir im Garten rum. Und es hat mich zutiefst bewegt. Und ja, ich dann eines Samstagsmorgens und wenn ich einen sibirischen Baumfäller in den Baum abklettern sehen und ja, dann wurde das Ding in Scheiben zerlegt und gefällt. Die letzten 3 Meter fehlen in einem Stück und allein das war ein Ereignis. Also eine ganze Hausreihe einer Straße hat gewackelt, als der umkippte, und dann war es dann erledigt, und das hat mich einfach beschäftigt. Also wie eigentlich jeden sowas beschäftigen müsste, wenn man es nicht täglich miterlebt. Und wie, also Baumfäller ist natürlich auch ein Beruf und manche Bäume müssen auch einfach gefällt werden. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat mich mitgenommen und plötzlich war dieses Stück da, und es gab auch, wie ähnlich wie bei Radfahren, überhaupt gar keine Diskussion, wie das Stück heißt oder was das ist oder wie. Es war einfach klar, das war der Soundtrack für diese Woche, die dem Baum gehört hat. Ganz klar. Und jetzt ist mein Garten ohne Baum. Schade eigentlich. Kommen neue, klar, aber der Baum, der ist halt weg. Was soll ich dazu sagen?